Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Oh no! Herzlich willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth, das DLC zu Rebirth, was wiederum ein Remake vom normalen Isaac ist. Ja, jetzt auch auf meinem Kanal. Mensch, der nächste Hype-Train und ich steig direkt mit ein. Es würden sich ein paar Sachen verändern. Zum einen hört man das vielleicht raus. Meine Stimme klingt vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht ist das Mikrofon leicht am Rauschen. Das liegt daran, dass ich das an einem Zug direkt mit OBS aufnehme. Und ja, ich bearbeite nichts nach. Muss halt funktionieren. Und mich stört das gerade enorm, dass ich auf meinem zweiten Monitor nichts sehe, wo ich eigentlich die Itemsette eingeblendet habe. Jetzt, Moment. Oh, da ist es wieder. So. Ich kann den Bildschirm mit OBS einfach ausmalen. Passt. Klick wieder rein. Kann sein, dass der Start ein bisschen holprig geht. Warte. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Okay. Es wollte mich gerade verarschen. Okay. Ich würde nur sagen, das bin ich. So sehe ich aus, auch im wirklichen Leben. Nur das Gesicht ist ein bisschen hübscher, das sieht man ja. Wenn das mit der Lautstärke so nicht ganz geht, sagt bitte Bescheid in den Kommentaren unten. Und dann werde ich das entsprechend anpassen. Ich habe schon mal ein bisschen geübt, damit das alles auch funktioniert. Und nee, ernsthaft, warum geht das hier mit OBS nur so schleppend? So, jetzt aber. Gott. Ihr wisst gar nicht, was hier für ein Chaos gerade auf. Wisst ihr was? So, Problem gelöst. Mann! Jetzt aber. Muss ich OBS halt nicht sehen, ist auch egal. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Die Faxen vom, das Richtige, ja. Die Faxen von meinem, am Anfang. Ich habe vergessen einzustellen, dass ich die Kamera ausblenden kann. Hab halt Faxen gemacht, weil es geht. Ich hoffe, es hat so gepasst. Passend zum Intro. Die Story ganz kurz. Mutter hört die Stimme von Gott. Es stellt sich aber raus, dass es eigentlich Satan. Und Satan möchte, dass die Mutter Isaac tötet. Isaac haut ab und das spielen wir. Mit Controller, ich ziehe das gar nicht mehr. Ey, das ist ein Traum für einen zweiten Monitor, ne? Dritten Monitor, nicht zweiten. So, ich hoffe, das geht so. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz... Warte. Okay, geht. Ich muss noch kurz gucken, wie das mit dem... Ich muss da noch ein bisschen was ändern. Wir fangen an mit einer Challenge, einfach mal zum Warmmachen. Sobald ich halt die finde, die ich suche... War das Slow Roll?
kommt hinein. So. Ich glaube, das war Slow Roll. Ja, okay. Wir fangen nämlich so an. Und ich bin nicht so gut in Isaac. Ich sterbe immer sehr schnell. Und ich werde es so halten, dass wenn ich sterbe, werde ich den Part nicht hochladen, wenn er nicht mindestens 30 Minuten lang ist. Ich werde gleich sehen, warum ich so schlecht im Spiel bin. Weil ich bin allgemein irgendwie, keine Ahnung. Ich mag immer... Ja, gut, deswegen habe ich auch das hier genommen, weil es ist extrem einfach. Was ist das? Sommer? Nee, noch nicht. Das ist die, wie heißt das? Ich glaube, die Uhrenbatterie und ich weiß nicht, was die macht. Möglicherweise kann die ein Item aufchargen, vielleicht auch nicht. Wir fangen an mit Penetrate Shot und dem zerbrochenen Spiegel und, wie heißt das dicke? Die dicke, oh, ich habe vergessen, was das heißt. Cyclops? Nein, warte, da habe ich es gerade. Es ist Polyphemus, genau. Das macht alles insgesamt sehr stark. Darum fange ich auch zum Aufwärmen mit... Ach du Scheiße. damit an, weil... um mich selbst ein bisschen auf das Spiel vorzubereiten. So, auf, okay. Schießt das auch noch kaputt. Komm. So, haben wir ein bisschen Platz. Haben wir hier irgendwo einen Stein, den ich suche? Nein, ich drück das nicht. Ich möchte ganz gerne meine Bomben sparen. Gehen wir direkt in den Bossraum. Wir gehen direkt in den Bossraum. Wupp. Nein! Darum. Darum bin ich so schlecht. Ich bin irgendwie extrem miserabel, was das, was mein Movement angeht in diesem Spiel. So, ich guck mal die Base, den Ort mal kurz ein bisschen an. Und bekomme dann vielleicht noch eine Münze, die sich ganz praktisch erweisen werden als, Shop, für den Shop. Komm. Ah, vielleicht zerschießt sich jetzt nicht unbedingt die Kacke. Ah. Und da runter sollen wir. Ist ja was. Die Seite mit den Items ist ja ganz nett. Aber ich glaube, es ist doch irgendwie spaßiger, wenn wir ein bisschen mehr blind spielen. War da. Ach ja, genau. Okay, dann holen wir uns halt die Batterie. Haben wir in der Nähe einen Kreuzstein? Haben wir nicht. Schade. Das ist ein Trinket, glaube ich. Da, Watch Battery. Und damit... Wir können auch nach dem Geheimraum suchen. Die Geheimräume haben ein ähnliches Muster. Der normale Geheimraum liegt meistens an zwei verschiedenen Räumen an. Plus hat die Eigenart, dass der mindestens von allen Seiten erreichbar sein muss, ohne durch einen Stein. Das wäre jetzt vielleicht hier. Ich habe mich geirrt. Ist der vielleicht... Ja gut, hier könnte der auch sein. Wir kriegen... Ui. Ui. So viel dazu. Der Supergeheimraum hat die Eigenschaft... Ihr könnt auch hier sein. Okay, das ist hier mit der Primzahl. Die erste Zahl ist immer eine Primzahl und hier ist es immer so, der erste Geheimraum ist immer der falsche. So. Dann wäre der Supergeheimraum ist, wenn ich mich nicht irre, muss er der nächste Raum zum Bossraum sein. Darf aber an keinen anderen Raum angrenzen. Das heißt, wir hätten halt hier eine Chance. Genau. Ah, Trollbombe. Ich hasse Trollbomben. Guck mal, die Zeichnung da. Kleines Kind mit Alkoholflasche. Alkoholflasche vor allem. Kleines Flaschenkind. So, ab in die nächste Ebene. Haben wir nur 10 Minuten für die erste. Okay. Ich muss auf jeden Fall versuchen, meine, na gut, 3 Minuten für die erste Ebene. Mir zeigt bloß das Programm hier gerade was anderes an, weil, naja, wir haben das Intro noch gesehen. Ich versuche mich zu beeilen. Okay, wir gehen mal. Ne, wir gehen nicht in den Stachelraum, denn wenn wir keinen Schaden auf roten Herzen bekommen, haben wir eine höhere Chance auf einen Devil Deal und die werden enorm wichtig sein. Im Laufe des Spiels. Haben wir hier irgendwo... Haben wir nicht, okay. Ich suche mal nach Steinen mit einem Kreuz drauf. Also mit einem ganz eindeutigen Kreuz drauf. Weil die geben für gewöhnlich immer ganz praktische Items. Das mache ich mal aus. Vielleicht sehen wir ja mal was. Weil ich glaube, alle, die das jetzt gerade gucken, wegen Isaac, die sollten eigentlich wissen, was Isaac ist. Es ist relativ schwierig. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Scheiße, hier wurden getroffen.
Es ist extrem schlimm, wenn wir getroffen werden, weil Rotherzschaden ist immer schlecht. Es gibt noch so blaue Herzchen, die kann man auch Seelenherzen nennen oder Panzerherzen oder blaue Herzen oder naja, jeder nennt es irgendwie anders. Und die dienen irgendwie so ein bisschen so auch als Rüstung. Ganz praktisch, um ja, sich selbst, oh scheiße, sich selbst ein bisschen zu schützen. Diese roten Flammen haben eine ganz, ganz miese Eigenart. Die schießen. Ja, wir haben Feuer, das auf uns schießt. Da. Da ist zum Beispiel so eine. Da ist das Kreuz, ist ganz eindeutig drauf und ist auch wichtig. Da können blaue Herzen drin sein und jetzt leider nicht. Was doof ist. So, denke ich mal zumindest wieder. Gucken uns mal kurz die Ebene an. Ja, können reingehen. Wir haben eh schon Schaden bekommen. Dann versuche ich jetzt halt einfach, was ist das denn für ein Bossraum? Ich versuche einfach mal keinen Schaden zu erhalten gegen den Boss. Vielleicht kriege ich da noch einen Devil Deal. Ich sollte nicht fettig essen, bevor ich aufnehme, dann kann ich nicht sprechen. Jawohl, wir haben einen Devil Deal. Und wir haben ein blaues Herz. Oh, wir kriegen blaues. Das ist ja schön. Okay, dann hier. Ui, ui, ich möchte am liebsten all meine Herzchen ausgeben. Angefangen mit dem hier, dann mit dem hier und no risk, no fun. Was machen die Items? Der schwarze Umhang, der gibt mir in der nächsten Ebene ein kleines Damage ab und drei schwarze Herzchen. Dieses rotten Baby da gibt mir Fliegen. Oh, oh, dankeschön. Gibt mir immer so eine Fliege. Die eine Fliege, die hilft mir dann im Kampf und macht, glaube ich, doppelten Schaden, wie ich mache. Das ist ziemlich genial. Und die tote Katze, die sorgt dafür, dass ich halt nur ein Leben bekomme, aber all meine Leben, ich immer nur mit einem einzigen Herzchen respawne. Das ist gar kein Problem, weil wenn ich, sobald ich drei Guppy-Items habe, so heißt die Katze von dem, die tot ist, so wie alles, was Isaac irgendwann mal geliebt hat, verwandle ich mich selbst in Guppy und erhalte dann die Fähigkeit, diese Fliegen zu spawnen, wenn ich den Gegner treffe. Ich glaube, hier ist ein guter Ort für ein mögliches. Vermöglichen Geheimraum. Und ich irre mich so häufig mit den Geheimräumen, ne? Hier könnte auch einer sein. Jawohl. Ah, danke schön. Fast nix. So, wenigstens habe ich hier zwei Bomben. Warte, in den großen Raum da unten war ich noch nicht drin, ne? Geh ich mal rein. Gott. Also gerade Polyphemus ist diese Fliege enorm stark. Na komm. Achso, das war der Haufen da. So, leck mich. Dankeschön fürs Herz. Ich werde es. Oh, goldenes Kackhäufchen, das gibt Geld. Ist natürlich auch hart wie Metall, ne? Komm, schieß! Nochmal. Ach, ernsthaft? Sei nicht so widerspenstig. Ich möchte doch nur denken, nur das Geld, das an der Scheiße drin ist. Haben wir noch irgendwo. Ist ein bisschen langsam mit der Schießerei, mit dem Polyphemus. Aber vielleicht finden wir irgendwann ein. Shot Speed Up. Wie heißt das? Na komm, ihr wisst schon. Tears Up. Tears Up, das war's. Tears Up. Polyphemus hat auch den coolen Effekt, wenn es einmal trifft und den Gegner tötet und den Schaden dafür nicht aufgebraucht hat, den es macht, dann fliegt die Restträne weiter und trifft den dahinter. Hier sind auch keine Kreuze in Stein. Das ist doof. So. Voll übersehen. Oh Gott. Das sind also Räume, wo ich mich dann frage, wie zum Teufel soll ich das schaffen? Ich meine, und dann mache ich es einfach. In den Krügen kann auch Geld drin sein, aber auch Feinde, deswegen lasse ich es noch sein. Okay, ab in den nächsten Raum. Ich glaube, wir müssen. Jo, nur bis Mutter. Das brauchen wir nicht. Die Batterie, die füllt ein Leertasten-Item wieder auf. Ich habe keins, darum kann ich es vergessen. Ich habe 10 Münzen, ich könnte mal in den Shop nachgucken. Hätte ich 15, wäre es besser. Oh, das ist aber hart von dir. Mal gucken, vielleicht droppt der Münzen. Nein. Oh, du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch. So ein Geistkragen. Okay, es ist ein neues Spiel. Wahrscheinlich hat er einfach noch gar nichts im Itempool. Darum kommt da auch noch nichts. Warte mal.
Ihr könnt doch irgendwo der Supergeilenraum sein. Jawohl. Noch ein Guppy-Item. Das Item sorgt dafür, dass vermehrt goldene Truhen spawnen. Das ist super. Das ist super. Jetzt braucht man noch ein einziges, am besten den Kopf. Dann können wir uns... Dann werden wir Guppy. Mein Rekord war mal, im zweiten Raum Guppy zu werden im Spiel. Das ist extrem selten, dass sowas vorkommt. Da war ich in so einem Stachelraum mit Isaac. Da drinnen waren, ich glaube, zwei Guppy-Items und ein anderes. Oder ein Guppy-Item und ein anderes. Hab dann, muss aber ein Leertasten-Item gewesen sein. Ich glaube, es war ein Guppy-Kopf. Und hab dann das Guppy-Item eingesammelt. Die blauen hier geben übrigens diese Seelenherzen. Manchmal, also nicht immer. Oh, blau fliegen, sehr schön. Und hat dann den Kopf benutzt, zurückgelegt. Das andere Item, das da lag, nicht genommen. Oder es war auch ein Leertasten-Item, ich weiß es nicht mehr. Hab dann rerollt, das kann nämlich Isaac später. Und hab dann noch zwei Guppy-Items gefunden. Und da habe ich Glück gehabt, direkt im zweiten Raum auf der Ebene einfach mal... Ja, sollte ich machen, ne? Bin ich einfach mal Guppy geworden. Ah, Bob's Rotten Head. Ist einfach nur... Au, scheiße. Warte, ich zeig's. Wupp. Einfach eine Giftbombe. Auf das Letter-Sniten. Ist ganz nett, aber nichts Besonderes. So, solange wir hier keinen Rotherz-Schaden bekommen, haben wir unseren Devil-Deal noch. Nicht sicher, aber auf jeden Fall sicherer. In den Totenköpfen können schwarze Herz droppen oder Karten. Ah, guck mal. Two of Clubs. May you see the life what you... Was war das? Achso, The Hermit. Das ist der Shop. Dankeschön. Und Dankeschön. Das habe ich nicht gebraucht. Egal. Ich habe es verwechselt. Was soll's. Ja, und die Träne, die wir hier eigentlich sehen, ist eine Träne, die wir eigentlich im regulären Spielverlauf eigentlich auch erst später finden würden. Und wir sind schon beim Boss. Soll ich erst die restliche Ebene angeblich... seit dem Update soll sich die Chance auf einen Devil Deal erhöhen, wenn man die Ebene cleart. Boah, das ist so langsam. Jetzt. Geschafft. Ah, da ist noch ein Raum. Na komm. Treffer. Wo müssen wir hin? Nach rechts. Ich würde auch gerne die Geheimräume mitnehmen. Einfach weil es geht. Nö. Nö. Nö, die Stacheln machen mir Schaden, das verweigere ich. Da kann keiner sein. Hier könnte einer sein. Und da ist auch einer. Also wie gesagt, die Geheimräume sind nicht zufällig auf der Map, sondern man kann hier durchaus erahnen, wo die sind. Haben wir hier irgendwo Kreuz auf den Stein? Haben wir nicht. Dann gehen wir wieder. Ich werde übrigens maximal eine Folge am Tag raushauen. Dann entscheide ich spontan, ob ich für eine Challenge mache, ob ich einen normalen Run mache, den Greed Run mache oder die Daily Challenge. Gerade Daily Challenge ist doch etwas schwieriger. Gott, ist das schön dark, ey. Genau darum habe ich mit diesem Run angefangen, um mich zu motivieren. Ah, kein Devil Deal. Naja, egal. Und krass, ich habe sonst immer echt volle Leben. Okay, dann weiter. Kein Devil Deal, das ist doof. Mir fehlt noch ein einziges Guppy-Item. Warum habe ich kein Devil Deal Item, kein Devil Item? Tschüss. Kein Devil Deal bekommen. Oh Gott. Das meinte ich. Ich schaff sowas einfach nicht. Plötzlich bam, 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 von überall enge Räume, Explosionen. Schüsse und ich sterbe und plötzlich taucht ein Gegner auf, die voll in mich reinrennen. Hey, ist er geplatzt? Ach so, ist eine Fliege, natürlich. Ja. Na komm. Boah. Nutzlos das Item eigentlich, aber ich hab's und ich hab auch nichts anderes, also benutze ich es doch auch. Nee, ernsthaft, ich hab eben Chicken Wings gegessen, jetzt sind meine Lippen total verklebt. Das ist doof. Ich sollte mir echt angewöhnen, zu einer Zeit aufzunehmen, wenn ich weder gegessen habe, noch getrunken habe. Und wenn ich allgemein, what the fuck, das reicht jetzt, ich bin kein Ping-Pong-Ball. Was hat mich denn jetzt schon wieder getroffen? Ich bin doch rausgewichen, Mann. Da unten ist ein Arcade. Da will ich nicht rein. Nein, 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 nein. Ich will nicht getroffen werden. Warte mal. Ja, das dauert mir zu lange.
Hab ich. Kannst du Schwände schießen? Und das Steine? Eigentlich doch nicht. Nein. Nein, das macht nur das Meer Herzchen droppen. Im Moment sieht es aber nicht so aus, als ob ich welche brauchen würde. Ich geh mal hier rein. Oh Gott. Soll ich euch sprengen? Ja, ich sprenge euch. Weißt du warum? Weil du mir auf den Sack gehst mit deinem Dauergrinsen. Puh, na guck mal. Eine Bombe hergegeben, 4 bekommen. Nee, brauche ich nicht. Solange ich keinen Dark Bum habe, werde ich mir auch keine roten Herzchen besorgen. Oder so. Okay, ich kann nicht durch, wenn ich... Voll reingelaufen. Das wird häufiger passieren. Ich muss mir irgendwie angewöhnen, in den Raum reinzugehen und mich nicht zu bewegen. Schieß! So. Ah, ja, seid so mies. Na komm, hat trotzdem gekillt. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Geht doch, ey. Könnten mal nach dem Geheimraum suchen. Normalerweise gibt es auch Itemräume, aber dass das hier eine Challenge ist, gibt es keine. Voll. Ich habe voll daneben geschossen und trotzdem voll getroffen. Oh Gott. Aber wir haben eine Münze bekommen, das heißt, wir können in den Shop reingehen. Oh, was macht die? Speeddown. Natürlich. Als wäre ich nicht schon schwach genug. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich nehme das mal mit. The Hanged Man. Okay, ich glaube, damit können wir sogar was anfangen. The Hanged Man ist ein Item, das dafür sorgt, dass wir in einem Raum lang fliegen können. Dadurch können wir einfach Hindernisse überqueren. Und ich merke gerade, kein Raum trifft auf das zu, was man braucht, um ein Geheimraum zu sein. Nach oben nicht. Nach rechts vielleicht. Auch nicht. Vielleicht nach oben? Vielleicht hier? Jo. Das ist ein Schutz-Item. Das ist sehr, sehr praktisch. Sieht cool aus mit dem schwarzen Umhang und der Maske. Als hätten wir was zu verbergen. So, jetzt müssen wir den Supergeheimraum suchen. Wir müssen nicht, aber ich möchte den ganz gerne suchen, um halt meinen eigenen Suchskill zu schärfen. Und ich glaube, der könnte hier sein oder links. Jo. Kann es sein, dass die... Oder? Ich überlege gerade, ob der Supergeheimraum an einem Raum sein kann oder an einem Raum ist, der eventuell... Das nehmen wir mit. Ah, wir können auch weiter Geld ausgeben. Das ist, wenn ich mich recht irre, nicht irre, fliegt ein bisschen weiter. Oder? Nee, sollen wir das mitnehmen? Also ich probiere mal aus. Soweit. Und... Er fliegt nicht weiter. Die anderen Items sind, das Herz da ist Challenge Up, dann werden die Gegner stärker. Das Teil da, der halbe Magnet, der sorgt dafür, dass Münzen angezogen werden. Es gibt noch einen vollen Magnet, der zieht einfach alles an. The Fool. Death. Hey, ich nehme das. Ich könnte jetzt Hanged Man verwenden, um die Münzen, die wir vorhin hatten, zu nehmen. Aber ganz ehrlich, gar keinen Bock. Was? Zwei verschiedene Bosse in einem? Haha, ist ja voll reingeflogen, ey. Trottel. Boom. Ah, Arschloch. Hat da gemerkt, was ich gelacht habe. Tears und Shot Speed Up. Das heißt, wir fliegen. Naja, ich würde gerne sagen, noch ein bisschen weiter, aber. Meh. Warte mal. Ich weiß, dass der Wurm dafür sorgt, dass Schüsse weiterfliegen. Ich nehme den Wurm doch mal mit. Und jetzt habe ich Death nicht eingesetzt. Ach, was soll's. Weil, wenn er wieder zurückkommt. Genau, es bleibt nämlich ein bisschen länger in der Luft. Devil? Ach ja, ich bin rausgegangen. Also ist jetzt sowieso kein Devil Deal. Was soll's. Kein Devil Deal für mich. Bleibt der offen? Der bleibt offen. Da springe ich auf jeden Fall auf.
Nee, Bob Spray nehme ich nicht mit. Das ist eine Bombe, die automatisch schießt und wenn sobald sie was trifft, killt's mich oder kann mich treffen halt. Ich hätte eigentlich mal das eben an Mams Hände. Die sorgen dafür, dass die packen mich, machen ein bisschen Schaden und ziehen mich aus dem Raum raus. Hätte ich die verwendet, hätte ich mir die letzte Runde sparen können, aber eigentlich ist es egal. Oh, jetzt hätte ich Hangman gebrauchen können, na toll. Vielleicht finden wir ja noch was. Oh Gott, holt mich eigentlich verarscht. Okay, geht doch eigentlich. Also was soll's. Gar nicht tilten, ich muss sowas nicht tun. Mir geht's gut, ich bin glücklich. Ich habe Isaac gekauft und ich spiele es. Nicht so wie sonst. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte ganz gerne Isaac als Let's Play spielen, weil ich irgendwie die Angewohnheit hatte, mir jeden Isaac-Teil zu kaufen, aber ihn nicht zu spielen. Total dämlich. Was haben wir denn? Ah, Lamb Party. Hallo? Das warst du selber schuld, ja? Wir gehen in den Stachelraum rein. Wir kriegen Schaden, wir kriegen Judgment. Let the judge begin. Okay. Der hat manchmal ganz lustige Items. Wie zum Beispiel. Nee. Wir sind stark genug, wir brauchen. Nein! Du Idiot! Das Leben hat noch so viel Sinn. Spreng dich doch nicht selbst in die Luft. Bist du eigentlich doof? Ja, war er, sieht man ja jetzt. Ich bin immerhin selbst in die Luft gesprengt. Ha! Ey! Rotz mich nicht an. Er macht schon wieder. Ja, ey, noch besser ging es nicht, oder? Kann ich da eigentlich an dir vorbei? So, oder bist du ein solides Hindernis? Scheiße. Das ist ein Bumerang-Effekt, den die Trainer hat. Und der fliegt immer zu mir. Nicht einfach nur vor und zurück, sondern nach vorne und dann möglichst zu mir. Auf die Art kann ich eigentlich auch die Flugbahn ein bisschen mitbestimmen. Das so und dann hier runter und dann rauf und dann und so weiter. Man sieht schon, das ist könnte ganz praktisch sein, wenn man irgendwie verfolgt wird. Bläh, weg. Bist du Minecraft-Zombie oder was? Ah, was? Na komm, egal. Platsch, 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 platsch. Oh, wir kriegen, was bist du? Faith up. Nö, will ich nicht. Aber ich will hier eine Bombe hinlegen. Und, aber ich habe hab gar nicht mehr geguckt, ob hier irgendwo Steine sind, ne? Ich springe mal dich. Und euch beide, wenn ihr trifft. Jawohl, trifft, aber hat nichts gebracht. Und dahin. Mann, hallo, da können schwarze Kerzen drin sein. Da, siehst du? Hab schon gesagt. Oh Gott, du bist hässlich. Die rote Kacke ist böse. Die macht mir Schaden, wenn ich reinlaufe. Was bist du denn? Lazy Worm. Pft. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oder was der macht. Mal gucken, vielleicht treffe ich alle. Ah, 2 von 3. Keine Lust weiter zu suchen. Mir gehen die Bomben nicht aus, aber trotzdem. Au! Stopp! Hört auf damit. Da war nichts drin, ne? Den nehmen wir mit. Das ist die Joker-Karte, sorgt dafür, dass wir auf jeden Fall einen Devil-Deal erhalten. Beziehungsweise, es bringt uns eigentlich direkt zum Devil-Deal. Ah, und jetzt, was machen wir hier? Health up. Okay. Ah, lass mich in Ruhe. So. Könnte ich bitte mal... Nein, nicht das. Temperance. Ah, es zieht mich an. Wäre vielleicht ganz praktisch, wenn wir noch irgendwie eine Münze finden würden. Dann könnten wir in den Shop reingehen. Mrrr. Ich kann auch nicht in die Stacheln, Trottel. Münze, jawohl, eine Münze. Und das jetzt nehme ich auch mit.
Dann gehen wir mal in den Shop gucken, vielleicht gibt es da was Tolles. Ja. Ja, könnte nützlich sein, die Map sehen zu können, wo wir hin müssen. Ah! Das Miese an diesen Gegnern ist, sie sind immer, wenn man in den Raum reinkommt, ganz kurz unbesiegbar. Das ist extrem unpraktisch, wenn man reinkommt, einen aufgeladenen Schuss abfeuert und die sterben nicht, weil die einfach noch unsterblich waren. Können wir mal kurz gucken. Wir sehen nicht die Geheimräume, aber hier könnte keiner sein. Da. Ach, schon wieder. Geh weg, lass mich in Ruhe. Da, gesehen? Der Schuss ist voll durchgeflogen, hat aber keinen Schaden gemacht. Das lag nicht daran, weil die vorne gepanzert sind, sondern weil die einfach noch keinen Schaden bekommen konnten. Das liegt einfach daran, dass die unbesiegbar sind. Und die hätten ja Schaden bekommen, weil der Pfeil ist ja durchgeflogen. Oh, guck mal, Logrit. Autsch! Ha, ich war geschützt. Und du? Ah, oh, Steam Sale hätte ich eben gut verbrauchen können, bevor ich den Shop reingegangen bin. Was der Steam Sale ist, wissen wir alle. Es gibt günstigere Preise auf Steam. Hoffentlich kommt bald mal der Herbst-Sale. Dann kann ich wieder mein ganzes Geld ausgeben. Nein, also der Steam-Sale hier ist einfach 50% Rabatt auf Items im Shop. Und are you Wizard? Oh Gott. Okay, komm. Oh Gott, du bist eklig. Oh Gott. Seht ihr das? Are you Wizard? Ist das Schlimmste überhaupt. Na gut, ich merke mir. Ich... One Hit? Und wir kriegen Devil Deal. Oh Gott. Ich gehe einfach mal rein. Hallo. Einmal Trollbomben bitte. Nein, das wollte ich. Lass mich in Ruhe mit deinen Trollbomben. Und Spinnen. Satan, du bist scheiße. Nicht du. Der. Meine Katze ist wieder angesprochen gefühlt. Das ist der Boss. Bis hier müssen wir kommen. Ah, oh, hat einfach zugemacht. Sonst. Ich hab ihn vergessen. Okay. Warte mal, da kann da was drin sein. Ah. Okay, da ist er nicht. Ich bin. Wo bin ich? Ich bin hier. Vielleicht ist da unten ein Geheimraum. Nach meiner Logik eigentlich nicht so, ne? Da! Friss Kot! Kot, friss das! Plop, 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 plop. Geld. Treffe ich von hier aus beide? Ja, und ein Geheimgang. Mensch, was für ein Tag. Dingel, 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 dingel. Wir könnten jetzt den Shop gut gebrauchen. Es sollte auffallen. Ich schläge die ganze Zeit an meinen Lippen. Das liegt einfach daran, weil die durch das Fett eben noch einfach zusammenkleben. Das ist unangenehm. Ich könnte die Bombe nehmen. Ich könnte es aber auch sein lassen. Aber die liegt eigentlich direkt da und ist nahezu kostenlos. Es wäre dumm, sie zu ignorieren. Wieso kriege ich diese Kacke da nicht klein? Wieso kriege ich nur diese Kacke klein? Ach Gott, ey. Das ist hier Code-Logik. Bam, bam, bam. Was? Ach so, ja, klar, natürlich. Triff. Okay, hat getroffen. Wieso trifft er das nicht? Hallo? Gott. Ah! Gedärme! Na gut. Bombs away! Und haben wir irgendwo ein Kreuz? Nicht? Okay. Oh ne, wir haben keinen Schlüssel mehr. Na gut, wir gehen nach oben. Wieso ist das so schwer mit dem Fall, das zu treffen? Hä? Ich verstehe es nicht. Hä? Bescheuert, ey. Ach, der ist gar nichts. Hat sich echt gelohnt, muss man sagen. Immer wieder gern. Da gehe ich... Oh, das sind so Räume, da denke ich mir immer so. Oh. Ah. Ah, haben wir genug. Plop, 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 plop. Jede Menge Herzchen. Ich glaube, Isaac hat so ein bisschen den Vorführeffekt, was YouTube angeht. Immer wenn man für sich spielt, läuft es scheiße. Spielt man aber für andere oder anderen was vor, läuft es super.
Ich habe damals irgendwie 10-mal hintereinander einen Run nicht geschafft. Kaum nehme ich den mal auf YouTube auf, schaffe ich den. So bescheuert. Plop, 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 plop. Ah, ja, super. Hoffentlich finden wir einen Shop, dann können wir reingehen und uns was kaufen. Hoffentlich kriegen wir mal einen Schlüssel oder zwei oder drei. Wie viele Schlüssel bräuchten wir? Da ist gar nichts. Ich will da nicht hin. Nutzloser Raum. Ja, friss das. Ey, das war ein Geschenk. So. Rar. 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 Hat sich ausgerarrt. Ich gucke erst nach Kreuzstein. Ich finde keine. Lege ich halt eine Bombe und eine Karte. Judgment. Let the judge begin. Der kleine Stinker schon wieder. Mein Gott. Den werden wir auch nicht los, ne? Vielleicht soll ich ihm eine Bombe dahinlegen. Ah, guck mal. Ein Spectral Buddy. Ist ja nett. Die Dinger hier zu sprengen lohnt sich also einfach immer. Naja, da können auch Gegner drunter sein. Na? Na? Was ist los? Gib mir einen Schlüssel. Nein, das ist kein Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel. Tja. Geizhals, ey. Plop, 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 alle tot. Oh, ja, jetzt habt ihr mich. Wir werden sowas von wegsterben. Ja, ja, ja. Ach, scheiße. Scheiße, ist zu früh. Komm. Was ist los? Du wusstest, dass das passieren würde und trotzdem hast du... Nein, ich möchte Items. Mann, oh. The Hanged Man. Was bist du? The Lovers. Mayor. Bla. The Lovers. Seht ihr, jetzt ging das durch. Hätte ich sofort geschossen, hätte getroffen, dass wir das nicht durchgehen. Weil sobald die sich nicht bewegen, oder wenn die sich noch nicht bewegen, kriegen die keinen Schaden. Jedenfalls nehme ich das so an. So. Oh, wir sind schon da. Bom, 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 bom. Hallo, Mama. Muss mich lieb haben. Warum? Weil das Gesetz ist. Naja, eigentlich nicht. Und wir haben es geschafft. Wisst ihr was? Joker. Das ist ein Unsichtbarer. So, jetzt haben wir doch noch die Devil Dealer. Das kleine Baby, da ist ein Brimstone Baby. Das kann einfach machen. Was war das andere nochmal? Was haben wir nochmal? Achso, ja. Book of Belial. Macht uns stärker. Ja, Run geschafft, würde ich sagen. In fast 40 Minuten. Ah, 31 Minuten. Swalled Penny has appeared in the basement. Lohnen sich doch also doch die, naja, wisst schon. Challenges. Ich wusste es nicht. Pitch Black. Highbrow. Head Trauma. Etc. Und so weiter. Beim nächsten Mal machen wir einen vernünftigen New Run. Und ich hoffe, das schaffen wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn die Folge gefallen hat. Liken, abonnieren den Kanal. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.